Tewe lernt ihre Pflicht wie eine Rautanerin zu erfüllen. Der Untersekretär richtet sich auf und macht seine Schultern breit. For fellow Juana show a lamentable disinterest in the proper way of doing things. Johanna, das soll jetzt zeigen ein bedauernswertes Desinteresse an der konkreten Art, wie man die Dinge erledigt. Er nickt kurz in TBs Richtung. Do not speak about me as if I am not here. Sprich nicht von mir, als wäre ich nicht da. Dann lebt wohl. Okay. Das sind Korallen am Maune. Das ist das Quartier des Flottenmeisters. Da ist ein alter Mann, den wir anreden können. Eine streunende Katze. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir... Was? Kannst du dich noch daran erinnern, als Ponamo Vogelverschmähter Koiki-Samen auf die Insel gebracht hat? Die rotfleischige Sorte, Kira. Ich habe den Geschmack beider noch immer auf der Zunge. Sie waren so frisch und süß. Ja, und ich habe Bernard gefunden. Gibt ein Intellekt und 5 Schaden mit Werkkampfwaffen. Was ist mit dir? Du findest einen Mann mit abgetragener schmutziger Lederrüstung. Sein langer zolliger Bart trägt eine Salzkruste. Sein lockiges Haar hat ganz offensichtlich schon länger mehr keinen Kamm gesehen. Und die Nägel seiner nackten Zehen sind eingerissen und zersplittert. Das einzig Wertvolle, das er bei sich trägt, ist ein Amulett. Oh, greetings. Oh, sei gegrüßt. Er zögert einen Moment, bevor er weiterredet. Might I help you with something? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Erzähl mir von dir. I suppose. Schätze schon, er sieht dich verdutzt an, womöglich, weil ihn deine sehr persönliche Frage verwirrt. I was a proud man once. A gold pack knight. Then I took a job and it went poorly. I could no longer stay with the order after that. Ich war als ein stolzer Mann, ein Goldpack-Ritter. Dann nahm ich einen Auftrag an und der lief nicht gut. Ich konnte nicht länger beim Orden bleiben nach dieser Sache. Seine Augen scheinen in die Ferne zu blicken, als er sich daran erinnert. In the years since, I have wandered the length of the dead fire, dedicating my life to self-discipline and abstination from worldly distractions. Seitdem war ich durch das gesamte Todesfeuer. It is only through suffering that the soul becomes strong. Du warst noch nicht fertig. You understand? Seitdem wandere ich durch das gesamte Todesfeuer und ich übe mich in Disziplin und Abstinenz und sämtlichen weltlichen Ablenkungen. Nur durch Leid kann die Seele stärker werden, verstehst du? Verstehe. I should hope that you do, young man. Ich hoffe, das tust du, junger Mann. Erzähl mir von dir. I was a proud man in the years since. Well, I am waiting for someone. But I do not know when they will arrive or who they will be when they get here. All I know is that they are a seer and they seek me. So I wait. Nun, ich warte auf jemanden, aber ich weiß nicht, wann dieser jemand auftauchen wird oder wer er sein wird, wenn er auftaucht. Alles, was ich weiß, ist, dass er ein Seher ist und nach mir sucht, also warte ich. Und ja, das war die... Seine Antwort auf die andere Frage ist das alles. Weil ich habe vorhin Verstehe angeklickt. Und wir wirst diesen jemand erkennen? Ich will nicht, aber es does not matter. Ich habe dieses Amulett hier. Und ich yet draw breath. That is all I need. Das werde ich nicht, aber das spielt keine Rolle. Ich habe dieses Amulett hier und ich atme noch. Das ist alles, was ich brauche. Kann ich es haben? No. Someone is coming for me. And they will know my amulet. Nein, jemand sucht mich und er wird mich an diesem Amulett erkennen. Du sollst daran glauben, dass dieser Seher dich auch ohne findet. Das ist die wahre Prüfung. Perhaps you have a point. Vielleicht hast du ja recht. Sachte zieht er das Amulett über seinen Kopf. Einen Augenblick hält er es in einer Hand. Sein Ausdruck ist undurchdringlich. Dann übergibt er es dir. Beanspruchung und Ablehnung. Erlehne Schaden von Nahkampfangriffen plus 10 Schaden mit Nahkampfangriffen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Just please, take good care of it. Bitte pass gut darauf auf. Könntest du mir beibringen, was du mit den Jahren der Wanderschaft durch das Todesfeuer gelernt hast? I have already given you my most prized possession. And you ask for more still. Fine. I will show you what I can. For 3000 copper. Ich habe dir bereits meinen wertvollsten Besitz gegeben und du willst immer noch mehr? Na gut, ich zeige dir, was ich kann. Für 3000 Kupferstücke. Tiefblick und einschüchtern, ne? Ich denke Fine nicht. By me. Find me if you need me.
Soll mir recht sein, ich bin hier fast mich brauchst. Das zuckt mit den Achseln. Ja. Notizenlehrer. Sayuka. Hafen. Ne, so muss ich es schreiben. Sayuka Hafen. Wanderer. Auch wieder 3000 KP für einschüchtern und Tiefblick. Gut. Hier ist noch was drin. Werkstatt, Langhaus, verlassen, verlassen. Gehen wir erstmal hier rein. Und ja, so wie es aussieht, habe ich jetzt mit Sayuka den letzten verfügbaren Hafen angesteuert. Das heißt, wenn ich mal hier auf die Map gucke, kann ich hier Vorräte kaufen, ja. Hier kann ich unendlich Reiswein kaufen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann gib mir doch mal 200 Stück. Und gib mir 100 Reis noch dazu. Dankeschön. So, das ist Flottenmeisterin Okaya. Da hinten könnte ich nur was klauen. Also, hi du. Mit unbeweglicher Intensität starrt Flottenmeisterin Okaya auf das kleine Meer aus Papier auf ihrem Schreibtisch. In einer Hand hält sie locker einen Bleistift und klopft sich mit dessen Spitze gegen die Lippen in ganze Gedanken versunken. Nach einem Augenblick des Schweigens dringt ein tiefes Brummen aus ihrer Kehle. Es endet mit einem höhnischen Zischen. Dann sieht sie dir in die Augen. Artillery trajectory calculations. Terribly tedious and lamentably imprecise in a storm. Berechnung der Geschossbahn unserer Geschütze. Schrecklich mühsam und beklagenswert ungenau in einem Sturm. Während sie an ihrem Bleistift kaut, schweift ihr Blick ab, als würde sie etwas hinter dir ansehen. Ah, but the numbers distract me. Where are my manners? You must be the watcher the Hazanui sent. Ah, aber die Zahl deckt mich ab. Wo habe ich nur meine Manieren? Du musst der Wächter sein, der dir die Hazanui geschickt hat. You found me with a rare spare moment. Du hast mich in einem meiner seltenen freien Augenblicke erwischt. Hazanui Karo hat mich gebeten, eine Ladung bei dir abzuliefern. Wer bist du genau? Did you not read the name on the door before you came in? You do know you're in the office of the Fleet Master, I hope. Hast du nicht den Namen an der Tür gelesen, bevor du reinkamst? Du weißt hoffentlich, dass du im Büro des Flottenmeisters bist. Sehen wir uns, die stört. Und schon nicht blinzeln. Wow, echt, wie aufregend. Ist mir nicht aufgefallen. Das Wer bist du war ganz allgemein gemeint. Ah, you meant to ask why I am important enough to have my name on a door. Ah, du willst wissen, warum ich wichtig genug bin, dass mein Name an einer Tür steht, ja? I'm a Fleet Master of the Rauhataian Navy stationed at Sayuka. A research colony of the Royal Deadfire Company. Ich bin Flottenmeisterin bei der Rauhataischen Marine, stationiert in Sayuka, einer Forschungskolonie der Königlichen Todesfeuergesellschaft. Ein beeindruckender Titel. To one unfamiliar with the Rauhataian Navy, perhaps. But mine is an administrative position. Vielleicht für jemanden, der mit der Rauhataischen Marine nicht vertraut ist, aber ich habe ja eine administrative Position. I see to the smooth running of Sayuka. Of course, it'd be a sight easier if there weren't the coral to contend with. Ich kümmere mich darum, dass in Sayuka es ruhig läuft. Natürlich wäre das etwas einfacher, wenn ich nicht mit den Korallen zu kämpfen hätte. Welche Flotte? Ich sehe keine Schiffe. You misunderstand. I don't command ships. I command this port. Rauhataian vessels docking here are under my protection, but I don't tell them where to go. That's the Hazanui's job. Du hast das falsch verstanden. Ich kommandiere keine Flotte, ich kommandiere diesen Hafen. Die rauhataischen Schiffe in diesem Dock stehen unter meinem Schutz, aber ich befehle sie nicht. Das ist die Aufgabe der Hazanui. Was erforscht ihr denn? Andres Mordor.
Storms that strong, that consistent. I suspect they're not natural. Andras Mörser, so stark und unablässige Stürme. Ich vermute, sie haben keine natürliche Ursache. Ja, das kennen wir ja schon. Ah ja. Okaya nickt nickt und schaut kurz auf ihren Tisch, abgelenkt von einer Liste mit Zahlen. Beim Lesen dreht sie den Bleistift durch ihre Finger und unterbricht das nur kurz, um ein paar Notizen zu machen. Sie scheint dich vollkommen vergessen zu haben. Asanui Karo hat mich gebeten, eine Ladung bei dir abzuliefern. I received a report from the Dockmaster stating as much. The Royal Deadfire Company appreciates your swift delivery of our cargo. Ich habe einen Bericht vom Dockmeister erhalten, der genau das feststellt. Die Königin der Feuergesellschaft ist dir für die schnelle Lieferung der Ladung sehr dankbar. Ein freundliches Lächeln erhält die ansonsten so düstere Gesichtszüge. Nichts sagen von den Schmugglern. Also, sie hebt eine Augenbraue. I've received a report from the Dockmaster stating as much. The Royal Deadfire Company appreciates your swift delivery of our cargo. Ich habe einen Bericht vom Dockmeister erhalten, der genau das feststellt. Die Königin der Feuergesellschaft ist dir für die schnelle Lieferung der Ladung sehr dankbar. Ein freundliches Lächeln erhält die ansonsten so düsteren Gesichtszüge. Die Hasanui hat nichts davon erwähnt, dass ich menschliche Ladung transportieren soll. Hat der Dockmeister sonst noch irgendwas erwähnt? Sind wir mal wirklich so direkt? Warum hätte sie sollen? Du bist bloß ein Kurier. Sie starrt ihn mit ehrlichem Unverständnis an. Ich bin ein Wächter. In any event. Jedenfalls, Okaya tippt nachdenklich mit ihrem Bleistift auf die Kante ihres Tisches. The Hasanui's missive suggested you might be able to help us with an issue at port. Sie schüttelt einen tiefen Seufzer aus. Die Nachricht der Hasanui legt nahe, dass du uns mit einem Problem im Hafen helfen könntest. Sprich weiter. Dir ist vielleicht die übergroße Koralle im Hafen aufgefallen. Sie deutet auf das Dock direkt vor der Bürotür. Nicken. There's something unnatural about the coral's growth. About everything on this island. And no matter how we trim it back, it only grows larger. Irgendwie was ist unnatürlich am Wachstum der Korallen, überhaupt an allem auf dieser Insel. Und egal wie sehr wir sie zurückschneiden, sie wachsen nur noch stärker nach. My engineers deduce that the origin of this disturbance is somewhere off the coast of Sayuka, and I'd like you to investigate. Meine Ingenieure sind der Meinung, dass diese Sache irgendwo vor der Küste von Sayuka ihren Ursprung hat. Untersuche das bitte für mich. Talk to Avera in the workshop if you care to learn more. I would be grateful for your help here, Watcher. Wenn du mehr erfahren willst, musst du mich mit Ivera unterhalten. Sie ist in der Werkstatt. Ich wäre dir für deine Hilfe hier sehr dankbar, Wächter. Sie nickt dir kurz zu und spitz zu, unterstrichen durch das Knacken ihrer Spitzstifte gegen den Tisch und macht dann mit ihrer Arbeit weiter. Ich möchte dich etwas fragen. Nun? Ja, was bitte hofft denn die königliche Todesfeuergesellschaft hier auf dieser Inselgruppe zu erreichen? How much do you know of Rauatai? Watcher. Was weißt du über Rautai, Wächter? Ja, ich habe seine Geschichte studiert, dank Kanna. So you have a scholarly understanding. That's not worth nothing. Dann besitzt du also ein theoretisches Verständnis. Das ist immerhin etwas wert. Seraphine nickt im Takt mit geschlossenen Augen, weltgewandt. You'll find we appreciate the spirit of inquiry in Sayuka and in Rauatai. Du wirst feststellen, dass wir einen wissbegierigen Geist in Sayuka schätzen und in Rauatai. Sie nickt dir in stiller Anerkennung zu. Well, I don't need to tell you that Rauatai is a stern mother, tempestuous and inhospitable. Nun, da muss ich dir ja sicher nicht erst erklären, dass Rauatai eine strenge Mutter ist, launisch und ungastlich, ja? We have to trade for much of what we need, and the Huana have proven to be valuable partners. The Deadfire is markedly more comfortable than Rauatai. Wir müssen uns vieles von dem, was wir brauchen, durch Handel besorgen. Und die Huana haben sich als wertvolle Partner erwiesen. Das Frostfeuer ist erheblich angenehmer als Rauatai. The Archipelago is also an excellent place from which to study the storms of Andras Mörser. Das Archipel ist auch ein exzellenter Ort, um die Stürme von Andras Mörser zu erforschen. Sie zeigt grob auf das Fernrohr auf ihrem Tisch. Um einmal ganz spezifisch zu werden, warum bist du hier? Wie beurteilst du die Beziehung der Königin Todesfeuergesellschaft zu den Huana hier? Vergiss es, nehmen wir mal das. That's a weighty question. Das ist eine sehr gewichtige Frage, Hagrim. Mit zusammengekniffenen Augen betrachtet sie dich, um sich ein neues Urteil über dich zu bilden. Sie ist die Erste, die mich mit meinem Vornamen anredet.
Deshalb habe ich sie ja auch gestellt. Sie schnaubt durch die Nase, der Blick fällt auf den Bleistift in ihrer Hand. Gedankenverloren schlägt sie damit gegen die Kante des Schreibtisches. It's a reasonable inquiry, I suppose. Es ist doch eine Frage, die geradezu auf der Hand liegt, finde ich. The Juana are pliant enough and willing to work hard when properly motivated. Juana sind nachgiebig genug und bereit, hart zu arbeiten, wenn man sie nur richtig motiviert. We have as much right to this land as they do. If they plan to do nothing with it, it's our duty to steward it for them. Wir haben ebenso viel Recht auf dieses Land wie sie. Wer sagt das? Wenn sie nichts damit unternehmen, ist es doch gerade unsere Pflicht, es für sie zu verwalten. And it's their duty to recognize a good deal when they see it. Next one won't be as generous. Und es ist die Pflicht der Juana, ein gutes Geschäft zu erkennen, wenn es ihnen über den Weg läuft. Beim nächsten Geschäft werden wir nicht mehr so großzügig sein. Okay, wie darf ich das jetzt verstehen, Maya?